Ja, so macht man das. Gehst auf den Weihnachtsmarkt, weil ich denke, dass Engel gerne gesehen werden. Ah, nein, ich kann nicht auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich jedes Wochenende selber auf dem Weihnachtsmarkt arbeite. Aber in der Woche vielleicht mal einen kleinen Apfelpunsch trinken oder so. Apfelpunsch mit Schuss. Mit dir kann man sich wenigstens normal unterhalten. Bist bodenständig. Ich wüsste nicht, warum ich nicht bodenständig sein sollte. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas großartig erreicht hätte. So. Deswegen. You are German, yes, I'm German. Nee, nicht wieder englische Kommentare, Leute. Was machst du? Ich bin live. Man denkt viel. Hör Musik. Ey, wenn, dann musst du schon España sagen. Wegen Spanisch. Italienisch kann ich nicht, ich kann Spanisch ein bisschen. Wie heißt dein Freund? Ich habe keinen Freund. Ja, Niklas. Er heißt Niklas. Was soll ich sagen? Da wird es jetzt Gespräche geben. Das hättest du nicht machen sollen. Das war eine dumme Idee. Fährst du Auto? Ich würde Auto fahren, wenn ich einen Führerschein hätte. Den ich leider nicht habe. Ich habe ihn angefangen und dann abgebrochen. Ich liebe Gespräche. Ja, wer weiß, wir sind 45 Leute, wer weiß, wer da alles zuguckt. Hier so ganz viele Nachrichten. Boah, seit wann das denn und sowas? Wusste ich ja gar nicht. Also, wie gesagt, wenn du irgendwelche Sachen kriegst, sag mir mal Bescheid. Ich liebe Gossip. Ich find's eh interessant, wie sich alle für mein Leben interessieren. Aber ehrlich, das ist richtig schlimm. Bei dir ist das sogar noch schlimmer als bei mir. Kriegst du auch so privat voll viele Nachrichten. Die wollen alle wissen, wie es dir geht. Die wollen alle so, ja, Freundin. So. Was machst du so? Wie geht's dir so? Was machst du so? Leute, ich gehe mit niemandem live. Ja, siehe meine Streams und so, ja, aber ehrlich. Dass das hier tatsächlich doch tolerant gegen. Oh, und mit dir wollen immer alle kuscheln. Du kriegst immer voll viele Kuschelanfragen. Können wir kuscheln? Oder mir ist kalt, kommst du kuscheln? Nicht mal mit mir. Nicht mal mit dir was. Das habe ich jetzt übersehen. Was ist dein Hobby? Malen. Malen, zocken, Cheerleading, Sport. Sowas. Ja, irgendwie schon. Live gehen. Was? Ach so, mit dir? Doch, mit dir würde ich live gehen, klar. Aber halt mit keinem anderen. Aber du. Du stellst mir ja nie Anfragen. Du willst ja auch nie live gehen. Tja. PS4. Xbox One S. Kannst du Handstand? Ja. Ich bin besonders. Du bist sehr besonders. Au. Ich habe meine eigene Kette geschlagen. Her Smile. Hallo, wie geht's? Mir geht's ganz gut und selbst. Woher kommst du denn aus Flensburg? Wie alt bist du? 22. Hast du einen Freund? Also wirklich, das sind die einzigen drei Fragen. Die kommen immer im Abwechsel. Die kommen immer im Wechsel. Wie alt bist du? Woher kommst du? Hast du einen Freund? Wie alt bist du? Woher kommst du? Hast du einen Freund? Niklas, du darfst jetzt mal die Frage darfst du jetzt einfach mal für mich beantworten.
Ja, bin mal gespannt. Ob uns das irgendjemand glauben würde? Jetzt mal so for real. Do you guys do Indian? No, I don't know any Indian, sorry. Wie alt bist du? Ich bin immer noch 22. Was machst du? Alles so Schönes? Ach, vieles. Sehr klein. Ich bin nicht so klein tatsächlich. Die würden mir alles abkaufen. Ich glaube nicht, dass sie dir das abkaufen, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Aber auch einfach, weil sie wollen, dass du Single bist, damit sie dich selber abstauben können. Weißt du, was ich meine? So? Und wenn sie wären dann richtig fuchsig, wenn du sagst, du hast eine Freundin. Die wären richtig fuchsig. Wo kommst du aus Flensburg, Leute? Bio. Guckt in meine Bio. Hallo. Guten Abend. Moin. Und was malst du immer so? Geht auf meinen Account, da ist mein Zeichner-Account und mein Mal-Account verlinkt. Dann seht ihr es selber.